Hallo Leute, und es geht weiter mit Daylight. Wie ihr seht, für mich eine neue Aufnahme und ein neues Level für uns alle. Deswegen werde ich jetzt einfach nochmal hier loslaufen und das nochmal vorlesen, um wieder reinzukommen und ja, damit ich weiß, ich habe nichts verpasst. Freiheit, man lernt sie erst zu schätzen, wenn sie einem genommen wurde. Und jetzt, wo ich sie wieder habe, denke ich darüber nach, wie schön doch meine kleine Zelle oben war. Ein paar Stunden, ein wenig Gestank und dann hätte ich nur noch zum Festland schwimmen müssen. Aber es klappt nicht. Ich folge der Strömung, aber sie führt nirgendwo hin. Sie fließt in sich selbst. Wie ist das überhaupt möglich? Das war ein Relikt. Das war, was war das? Muss gerade jetzt mein Auge anfangen. Für uns Frauen echt blöd, wenn wir uns schminken und dann ist irgendwas im Auge oder so. Man darf da nicht reinfassen. Naja. Das hier mal so am Rande. Oh. Nimmst du das mal? Ach ja, die Story war das hier, genau. Da kommt jetzt das wieder. Sollte ich eine Fackel anmachen? Please God, make it stop. Sie werden dich verschlingen. Mid Island Hospital Maintenance Report. Maintenance. Oh, dieses Wort. Ich konnte das noch nie gut aussprechen. Datum 23. März 1940. Mitarbeiter Rob Sandoval. Gewartet. Beleuchtung im zweiten Stock. Krankenschwester Daniels meldete, die Lichter im zweiten Stock würden nicht funktionieren. Genau daran erinnere ich mich noch. Ich konnte an diesem Abend kein derartiges Problem feststellen. Die Schutzschalter und Sicherung waren in Ordnung. Und mir ist keine einzige ausgebrannte Birne aufgefallen. Das ist das dritte Mal, dass Schwester Daniels jemanden umsonst zur Instandsetzung angefordert hat. Ja. Hör mal auf zu quatschen, weil sonst sehe ich meine Handykarte nicht, du Typ, du. Gruseliger. Da kommen wir ja her, also gehe ich jetzt mal hier weiter nach links. Yep, da sind sie wieder. Und diesmal höre ich so komische... Kann ich gar nicht beschreiben. Nimm mal schnell hier das Ding und lese das vor. Mit Island Penitentiary, also Datum 5. Februar 1920, betreff Officer, ich kann heute nicht lesen, Officer Dawsons Tod. Officer Dawson ist vor mehr als 3 Jahren spurlos verschwunden. Er wurde zuletzt im Frühling des Jahres 1917 gesehen, als er seinen Rundgang am Dock begann. Wir haben das Gebiet durchkämmt und mit Booten die umliegenden Gewässer abgesucht, doch letztlich mussten wir ihn für tot erklären, wie falsch wir doch lagen. Du läufst jetzt erstmal weiter, weil du hast noch eine Fackel an und solange die an ist, das ganz gut, würde ich sagen. Ja, ich habe sie doch an, die Signalfackel. Ganz toll habe ich sie an. Ich habe sie an. Alles wunderbar, ich habe sie an. Solange sie noch funzt. Warum schreit sie denn so? Ist doch gar nichts los. Warum schreit sie jetzt so? Warum ist hier voll die Hölle los, nur weil sie hier steht? Sag doch mal was dazu. Ja, ja, ich merke schon, da ist was neben mir, aber ich verstehe nicht. Treib mal nicht. Ich habe nicht so viel Signalfackeln. Ich kann mir das nicht erlauben. Nach altbewährter Taktik der Wand entlang. Ich will ein bisschen Fackeln sparen. Was ist denn los hier? Geh doch mal da hoch. Mach einen Hopser.
Die steht direkt neben mir. Ausgetrickst. Hehehe. Da liegt wieder was. Mid Island, bla, Datum 5. Februar 1920. Oh, ich drehe hier vor rum. Datum 5. Februar 1920, betreff Officer Dawsons Tod. Officer Dawson war am Leben. Wir haben ihn bei den Docks entdeckt, als wir eine Schiffslieferung vorbereiteten. Er kam aus der Kanalisation und tobte, wir sollten die Vögel zufrieden lassen. Wir haben alle Geschichten über den Krähenmann gehört, der die verdammten Vögel füttert, aber ich habe nie viel davon gehalten. Dawson war der Krähenmann. Er stürzte sich mit einem Rohr auf uns und wir mussten feuern. Es fielen 22 Schüsse, bevor er zu Boden ging. Als wir uns ihm näherten, um ihn zu untersuchen, stieß er uns zurück und lief auf den Wall zu. Dabei schrie er etwas von einer Vorbereitung auf die Rückkehr der 13, bevor er tot zusammenbrach. Ich habe den anderen Officern den Rest der Woche freigegeben. Was zur Hölle ist mit Dawson passiert? Und was ist die Rückkehr der 13? Ich weiß es nicht. Ich weiß aber, dass ich schon 4 von 6 Relikten habe. Das ist ganz gut. Das sieht gut aus. Sie sagen, sie wird zurückkommen. Sie haben mir gesagt, ich soll auf sie warten. Sie gehört zu ihnen. Wenn ich sie finde, kann ich auch dazu gehören. Sie wird hier nicht durchkommen, selbst wenn ich mich im Schlamm verstecken und sie persönlich herunterziehen muss. 5 von 6 Dingern. Ich mache mal eine Fackel an. Denn das wird jetzt immer öfters kommen, schätze ich mal. Ich sehe leider kaum was. Und ich brauche noch ein 6. Relikt und dann war es das auch schon wieder. Wo soll ich nur lang? Ach Mist, da komme ich her. Shit. Na komm, verpiss dich. Shit, da komme ich her. Jetzt habe ich meine Signalfackel dafür verbraucht. Und jetzt habe ich gleich den Salat. Kann ich hier noch was rausholen? Mist! Mist. Mist. Ich weiß genau, sie kriegt mich gleich. Obwohl ich kurz davor bin, alle Relikte zu haben. Ich muss hier irgendwo mal links abbiegen, wenn ich kann, glaube ich. Na, was habe ich bekommen? Es ist leer. Toll. Super. Shit, bei 5 von 6 Dingern, da müssen die mich doch eigentlich die ganze Zeit voll erschrecken. Gehst du mal weiter? Hallo? Ein bisschen Angst, dass sie da vorne gleich steht. Ich weiß nicht, wo ich lang gehen soll. Langsam kriege ich wieder Angst. Gerade eben war ich so noch voller Tatendrang. Scheiße, Sackgasse. Sackgasse. Hier war ich noch nicht. Hier war ich noch nicht. Keine Leuchtstäbe. Toll. Was soll ich mit Leuchtstäben, Leute? Ich brauche Signalfackeln. Wollt ihr mich verarschen? Gib mir Signalfackeln. In irgendeiner blöden Kiste. Das gibt's doch nicht. Ich gehe hier extra am Rand, falls was kommt. Guck nicht in die Ferne oder so. Zu wenig Erschrecker. Ich warte nur drauf. Ich warte nur drauf. Scheiße, nichts gefunden. Das gibt's doch nicht. Kein... Voll weg, als wäre es in echt. Ich schwör's euch. Scheiße, es war so klar. Oh, jetzt drehe ich wieder. Ich weine schon. Es war so klar und sie steht auch direkt noch hinter mir. Die sagen nämlich nichts mehr. Man hört jetzt auch kein Flackern mehr. Sie steht voll neben mir.
Verpiss dich. Ich gehe hier wieder zurück. Irgendwo muss ja das sechste Relikt sein. Ja, jetzt fängt die Horrormusik wieder an. Yay. Da ist doch noch was. Hm. Oh, ich habe eine Signalfackel. Das ist ja nett. Sie steht 100 pro gleich irgendwo neben mir wieder. Es passt ihr hier alles gar nicht, was ich hier mache. Da wette ich mit. Ich drehe mich auch nicht einfach um. Ich gucke hier schön brav nur auf den Boden. Auch wenn ihr das jetzt gerne hättet, dass ich hier mich umdrehe und der volle Kann ins Gesicht gucke. Aber nö. Nö. Ihr Schisser, ihr würdet das doch auch so machen. Ich weiß es ganz genau. Warum komme ich nirgendwo weiter? Wo ist denn das verdammte Ding? Vor allem, ich muss aber irgendwo mal an die Wand gucken. Nicht, dass das irgendwo hängt. Halbe Bedrohung, nicht gut. Und nur noch ein Relikt. Ach, ich gehe mal hier nach links lieber. Da ist doch auch noch was. Ja, das sieht doch gut aus. Datum 24. Juni 1913. Betreff Sicherheitsrisiken auf dem Dock. Wie allgemein bekannt ist, bringen wir alle Vorräte und Insassen über die Docks nach Mid Island. Als Teil unseres regelmäßigen Rundgangs in dem Gebiet überprüfen wir auch die alten Abwassertunnel. In letzter Zeit stellen wir jedoch fest, dass das Schloss immer wieder aufgebrochen wurde. Damit meine ich nicht, jemand kommt und sperrt es auf. Ich habe darüber bereits mit dem Wartungsteam gesprochen. Ich meine, jemand kommt und prügelt wie verrückt darauf ein. Es gab seit Monaten keinen Fluchtversuch. Ich weiß also nicht, wer dafür verantwortlich ist. Aber die kommen mir besser nicht in die Quere. So, jetzt geht's richtig los, glaube ich. Bei 6 Relikten geht die alte ab. Okay, das Problem ist... Doch, ich muss ganz zurück jetzt. Ganz zurück, glaube ich. Ja, da ist sie schon. Ist okay. Lass mich in Ruhe. Nein, nein. Das Problem ist, da vorne war das doch... Genau, da ist doch noch so eine Kiste. Nö. Und dann... Okay, ich gehe zurück. Dass ich auch schon selber immer so mit nach unten gucke, das ist voll... Oh Gott. Dieses Spiel. Ich mache 500 Kreuze, wenn das vorbei ist. Echt. Das habe ich für euch gemacht. Weil ich euch so gern habe. Und es macht mir auch ein bisschen Spaß, aber... Aber meistens immer, wenn der Part vorbei ist. Oder wenn ich es hinterher sehe und denke, ha, ja, geschafft. Hast ein Horrorspiel gespielt, toll. Und wenn ich dabei bin... So, ich bin doch gleich da, oder? What the hell is this? Yeah. Oh, wie viel Uhr ist es eigentlich? Okay. Was habe ich jetzt? Oh. Oh Gott, no. Was ist denn das? They never forgave those who persecuted them so. 400 years of rage, Sarah. 400 years of rage. Warum ich? Und wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ich habe diesen Dingsraum noch nicht gefunden, glaube ich. Oder ist es da, wo dieser Kreis ist? Ich weiß es gerade nicht so genau. Ich glaube, ich habe diesen Siegelraum noch nicht gefunden, das Tor. Ich werde mal hier geradeaus gehen.
Ja, du wirst dich jetzt noch mehrmals erschrecken, Sarah. Es ist, wie es ist. Du willst das hier? Scheiße, ich gehe auf sie zu, ne? Wo bin ich? Ich sehe nichts. Ich werde jetzt mal nach rechts abbiegen. Sie findet das hier gar nicht toll. Ich weiß, ich darf nicht stehen bleiben, aber ich weiß nicht, wo ich lang soll. Nee, ich muss mich, glaube ich, wieder umdrehen. Und da lang gehen. Ich gehe immer voll an ihr vorbei, aber ich schaff's so wenigstens. Wo muss ich lang? Es tut mir so leid, Sarah. Es tut mir so leid, was ich hier mache mit dir. Bin ich richtig? Ich glaube schon. Ich weiß es halt nicht. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Fährst du euch auch ganz wieder zurück? Ich weiß es nicht. Ich gehe mal jetzt kurz geradeaus, wenn ich kann. Hier komme ich nicht weiter, ne? Shit. Shit. Jetzt bin ich ja doch zurückgelaufen. Oh Gott, das Geräusch vom Laufen. Ach ja, hier. Oh Scheiße, ich kenne die Stelle ja sogar noch. Oh, ich stotter schon. Ja, aber wo ist es denn dann? Ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Das ist das Problem. Da oben war doch dieser Superraum. Warum? Da habe ich das genommen. Oder ganz rechts. Oder hinter mir. Das kann ja nicht sein. Das ist diese Höhle, doch. Na klar, es ist dieses... Nee, da komme ich... Ich bin voll durcheinander. Ich laufe jetzt nochmal links und dann ganz geradeaus. Bin ich jetzt wieder richtig? Sorry. Wo ist das? Shit. Da wollte ich lang. Ich habe keine Ahnung. Ich laufe hier mit dem Siegel rum. Ne? Shit. Also ist hier auch nichts. Hallo, was soll ich denn mit dem bekackten Siegel? Warum bin ich denn so doof? Bin ich schon ganz warm. Oh Mann, die Zeit ist auch schon wieder um. Oder es ist dieses Sternchen da unten, aber das ist da oben auch. Das bedeutet doch nicht der Siegelraum. Hm? Ich suche den jetzt mal. Ich suche den jetzt mal und mache einen Cut und dann suche ich den Raum. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt einen Cut gemacht habe. Eigentlich wollte ich den Part beenden, aber ich bin jetzt nochmal hier ein bisschen zurückgelaufen um die Ecke. Hab hier noch was gefunden, das lese ich nochmal eben vor und dann kann ich ja den Part immer noch beenden. Beziehungsweise vielleicht doch noch zum Siegelrennen. Zum Dingsbumsraum. Whatever.
Datum 27. März 1940. Mitarbeiter Rob Sandoval. Gewartet, flackernde Lichter im zweiten Stock. Ich habe in den Tunnel nach dem Grund für das Flackern gesucht. Ich gehe davon aus, dass es sich um ein Problem mit den alten Stromleitungen handelt. Allerdings konnte ich keine gründliche Inspektion durchführen. Ich bin über die Docks eingestiegen, habe aber die Nacht hauptsächlich damit zugebracht, unter der Einrichtung herumzurennen. Ich habe Steine und Müll zusammengetragen, um mir zu helfen, wieder zurückzufinden. Aber als ich hinaus wollte, befanden sie sich entweder an anderen Stellen oder sind ganz verschwunden. Ich werde später zurückkommen, um den Job zu erledigen. Bin auf dem Weg an die Oberfläche. Ich meine, das hatten wir schon. Ist aber egal, weil jetzt sind wir hier, wo ich noch nicht war. Und deswegen gehe ich da jetzt mal eben schnell. Oh, ich bin so im Stottern. Ich kann kein Englisch mehr reden. Ich... Nein. Lass mich in Ruhe. Geradeaus oder rechts? Glaube, ich war hier noch nicht. Was bringt mir das aber auch überhaupt noch? Ich meine... Ich muss zurück. Schnell um die Ecke. Und geradeaus. Ja. Da ist es. Yay, da ist es. Habe ich hier alles gefunden? War ich da vorne schon? Ist da noch was zum Einsammeln? Warum kann man hier so um die Ecke gehen? Okay, ich will es gar nicht erst testen. Ich gehe nochmal hier schnell in den Schrank. Sammle eine Signalfackel ein, kann nicht schaden und dann ab damit. Ab damit. Sag mir bitte, was ich speichert. Der Typ, der ist doch nicht normal. Was will der von uns? Ja, solange das nicht speichert, mache ich auch gerade keinen Cut. Je mehr ich mich mit diesem Tagebuch befasse, desto mehr gefällt es mir. Ich habe angefangen, durch die Tunnel zu wandern und bin auf den alten Pumpenraum gestoßen. Ich habe gehört, dass sie das Abwasser auf der Insel hier behandeln wollten. Es zu Trinkwasser oder Ähnlichem machen. Schätze, daraus ist wohl nie richtig was geworden. Egal. Des einen Pech ist des anderen Glück. Jetzt habe ich dieses nette kleine Privatbüro mit einem Schreibtisch, das ich verwenden kann, wenn Mercer es nicht braucht. Es ist fast wie meine persönliche kleine Festung. Na, wie schön für dich. Und wir sind hier unten in der Kanalisation. Das scheint noch nicht zu funktionieren. Mhm. Ach, sie kommen schon wieder. Das freut mich aber. Ach, kommt schon, Leute. Soll ich das jetzt echt alles lesen? Dann werde ich jetzt mal trotzdem hier einen Cut machen, weil sonst wird es einfach zu lange. Wir sehen uns im nächsten Part von Daylight. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.